Also uns ist es ganz wichtig, dass die Kinder zusammen wirklich den Alltag erleben. Ne? Dass sie zusammen aufstehen, dass sie zusammen im Zimmer sind, also auch immer deutsche und französische Kinder gemischt im Zimmer sind. Und dass sie dort wirklich zusammen sehen, okay, wie geht's los beim Aufstehen, wie stehen wir zusammen auf, wie frühstücken wir zusammen. Und das ist auch immer ganz ritualisiert in der Gruppe. Und anschließend nach dem Frühstück ist es uns immer ganz wichtig, dass sie sich in der Sprache begegnen, also richtig professionelle Sprachanimationen stattfinden. Und auch Kinder, die eigentlich gar nicht die andere Sprache sprechen können, trotzdem da einen guten Bezug bekommen und da auch spielerisch viel Spaß haben, die andere Sprache zu sprechen. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sie sich in diesen Momenten, wo sie sich begegnen, super gut verständigen können, auch wenn sie eigentlich die andere Sprache teilweise ja gar nicht sprechen können. Und im Laufe des Tages haben sie entweder ein Lunchpaket oder ein gemeinsames Mittagessen. Und am Vormittag und am Nachmittag Workshops oder Ausflüge, wo sie dann einfach zusammen Spaß haben. Und am Abend haben sie nochmal die Möglichkeit, auch konkret nach ihren Interessen auch Ateliers zu wählen. Und dann gibt es immer auch noch schöne Abendprogramme und eine hoffentlich schöne gute Nachtgeschichte. C'est vraiment sympa, vraiment la différence de culture entre ben, les Français et les Allemands. On se dit c'est le pays juste à côté, mais finalement il y a quand même une grande différence. On le voit même rien qu'à la nourriture le matin, il y en a quand même qui sont perturbés de manger des saucisses. Certains apprennent des mots, du coup ils font que utiliser ces mots-là ben, parce que c'est les seuls qu'ils connaissent, mais ils font tout pour essayer de parler dans la langue de l'autre. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Ganz allgemein in einer Kinderbegegnung ist das Besondere, dass Kinder einfach ohne Vorurteile aufeinander zukommen und miteinander in Kontakt treten. Speziell Deutsch-Französisch ist nochmal ganz anders, da die Sprache unterschiedlich ist. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie sie miteinander kommunizieren, obwohl ihre sprachlichen Fähigkeiten eigentlich gar nicht ausreichend dafür sind. Pour qu'ils se comprennent, pour qu'ils se parlent entre eux, ben, il faut qu'on parle les deux langues, qu'on fasse comprendre à tout le monde ce qu'il faut faire quand on fait une activité. Les enfants et les jeunes en général, c'est le terreau d'une nouvelle vision de l'interculturalité, d'une vision d'une Europe qui soit celle de la coopération, des échanges, du partage. Das Schöne an der Kinderbegegnung ist, dass die Kinder sich tatsächlich einfach begegnen. Sie haben Spaß und sie sehen eigentlich gar nicht wirklich Probleme. Und man muss einfach nur schauen, dass man ihnen Räume schafft, wo sie sich ausleben können und entscheiden können. Ich will es anfangen. Gut, du fängst an. Hallo, und wie nous, on fait beaucoup de memory, on essaie de répéter les mots, par exemple une pomme, un apple. Si on voit qu'ils s'amusent vraiment bien avec cette sprachanimation, ben on la laisse, mais sinon on peut changer. Et il y a plein de variantes à faire avec, par exemple, un memory. On peut faire plein de variantes, c'est super cool. Man arbeitet viel mit Gesten, gerade bei den kleinen Kindern macht man viel mit Gesten und große Bewegungen. Man übertreibt sehr viel, um Gefühle und Emotionen rüberzubringen. Und dann ist es gar nicht mehr so schwer, so das andere Wort, dann muss man den nicht unbedingt kennen, um zu verstehen, um was es geht. Gerade bei der Geschichte, Geräusche, Gesten, so, das klappt sehr, sehr gut bei den Kleinen. Mein Berufswunsch ist Lehrer und die Rasselbande habe ich kennengelernt nach dem Abitur und seitdem fahre ich jedes Jahr mit und es macht mir sehr viel Spaß, deswegen bin ich auch jedes Jahr wieder dabei. Ich bin bei der deutsch-französischen Ferienbegegnung dabei, weil ich als Kind selbst auch immer mitgefahren bin und ich das immer richtig cool fand und ich eigentlich jetzt auch den Kindern ermöglichen möchte, so coole Ferienlager zu haben, wie ich es damals hatte. J'ai fait un cursus à Bibac et je me suis dit, ouais, bah, comme ça, ça rejoindra ce que je faisais justement au lycée, beaucoup d'allemand et tout. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de voir ce que ça fait d'apprendre aussi à des enfants l'allemand. Es macht immer Spaß, auch in beiden Sprachen Dinge zu erklären und zu sehen, wie die miteinander sich verständigen, auch wenn es eigentlich gar nicht möglich wäre. So. Also einfach zuzuschauen, wie das sich entwickelt, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Kulturen. Das macht sehr Spaß.
Für mich ist es, dass Kinder, die am Anfang wirklich kein einziges Wort Deutsch und Französisch gesprochen haben, jetzt Spaß daran haben, sich auch mit den wenigen Worten, die sie schon gelernt haben, miteinander zu halten und zu diskutieren. Et toi Gauthier, qu'est-ce qui te plaît bien ? Moi, ce qui m'a le plus plu pour le moment, c'est de voir un enfant allemand dans le groupe qui parlait vraiment pas le français. Et il voulait pas au début, et puis j'ai insisté, et maintenant il fait des efforts et il essaye de me parler français, et c'est trop cool. C'est très marrant parce que du coup, vous avez dit la même chose sans savoir.